Hallo und herzlich willkommen bei Memo LP. Und auch herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Ja, wir machen genau da weiter. Oh, die stecken wieder bis 15. Aloe Vera Creme mache ich schon. Essen mache ich auch, weil ich habe ein bisschen Hunger. Durst hat der immer irgendwie. Passt schon. Mach mal trinken hier unten. Ich glaube, Aloe Vera waren es auch nur 17. Sehr schön. Machen wir mal so und schauen mal, wie viel wir schon können. 7 geht schon. Und da unten sind wieder Zombies. Ich glaube, dass ich hier nicht hochkomme wegen der Ecke hier. Die sollte ich hier kaputt schlagen, damit ich einfach hochkomme. Ja, sollte komplett weg. Ja, da haben wir es wohl gehangen haben. Teste ich es einfach nochmal. Das hier muss auch weg. Daher bleibe ich eiskalt hängen. Vor allem, wenn ich versuche, schnell hochzukommen, bleibe ich da eiskalt hängen. Inventar ist soweit okay. Das wird hergestellt. So, dann schauen wir mal, was da unten wieder abgeht. Haben wir Post? Haben wir keine? Ich überlege mir immer noch, wo ich mein Base bauen sollte. Mal umschauen, wie es überhaupt aussieht. Da hinten geht die Stadt weiter. Da ist noch eine Stadt. Es sind zwei Städte nebeneinander. Aha. Ich habe zwei Städte nebeneinander. Schauen wir mal kurz, ob das wirklich so ist. Ja, natürlich. Und hier ist noch eine Stadt. Genau dagegenüber. Gut, dann haben wir jede Menge zum Looten. Dann wird es an Loot nicht hängen, dass wir zu knapp sind oder so. Würde ich sagen, bleiben wir auf jeden Fall hier. Oh, ich höre einen Wolf. Was fehlt mir? Das dürfte kein Problem sein. So, schauen wir mal. Ach so. Gut. Dann nehmen wir den so lang. The Daily News, Flu Epidemic, ja. Das war wohl die letzte Ausgabe von der Zeitung. Danach wurden hier alle zu Zombies, so wie der hier. Ja, jetzt kommen sie alle natürlich, ne? Okay, Kirche looten bringt nichts. Da brauche ich gar nicht zu looten jetzt. Feuerwehr. Ja, da könnte ich vielleicht looten. Da könnten wir unser Glück mal versuchen. Drin war ich da noch nicht. Oder? Nein. Brauch mal einen Steinaxt. Danke. Fackel habe ich jetzt nicht da. Die mache ich jetzt auch mal alle fertig. Kann nicht schaden. Oh. Dann kommt mal raus, ihr Lieben.
Du zuerst. Du warst noch nie im Leben ein Feuerwehrmann, oder? So wie du aussiehst. Warst du ja ein Vagabund oder sowas. Und du auch. Pulver. Ja, ich wollte gerade sagen, garantiert. Ist da noch einer? Ja. Geh doch einfach sterben. Beweg dich doch nicht so. Genau, so ist fein. Endlich. Endlich. Eine Taschenlampe. Gott sei Dank. Oh. Warte mal, F7. Okay. Ich bin gejagt. Von wem denn? Da noch mehr, oder was? Wem bin ich jetzt gejagt hier drin? Oh, Leder. Nehmen wir eiskalt mit. Können wir uns sofort sparen. Wenn ich noch einen Wrench finden würde, wäre es sehr gut. Ein Schraubenschlüssel, damit ich ein paar Rohre abbauen kann. Wäre eigentlich genial. Nehme ich erstmal ein bisschen Leder mit. Was hast du Schönes? Nichts. So. Ich glaube, da ist ein Zombie. Ein Schläfer, oder? Ja. Und der hat uns gesehen. Und es war jetzt eigentlich sein Pech, dass er uns gesehen hat. Wenn er weiter geschlafen hätte, hätte ich ihn schneller getötet. Okay, Hunger haben wir sowieso, dann essen wir erstmal. Ich habe nämlich schon zwei Dosen gesehen. Und Katzenfutter, lecker. Ganz leckere Katzenfutter. Voll Kit. Bestimmt noch mehr Schläfer. Da ist einer? Da ist eine. Okay, fangen wir mal mit dem hier an. Gott, ich sehe ihn gar nicht. Kommst du? Was? Schon tot? Okay, dann du noch. Die ist nicht gestorben. Den einen habe ich mit einem Schuss bekommen, aber den nicht. Okay, da ist noch eine. Oh. Da war ein Schematik drin. Haben wir noch mehr Schläfer? Nein. Aber hier haben wir noch zwei. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommen. Eine dicke, wo kriecht, ja. Das sieht mal richtig genial aus. Dann kommt er hierher. Hier zwei. Ihr zwei Hübschen, wo kommt ihr denn her? Achso, diese Zombie-Spawns hier, die sind wirklich absolut schlecht. Diesmal haben wir echt nicht gut gemacht. Ist zu übertrieben. Es ist schön, dass die es gemacht haben, dass wir mehr Zombies bekommen. Da habe ich auch nichts dagegen, aber so wie die spawnen, die stehen einfach mal hinter dir. Das ist absolut nicht gut gemacht. Vor allem am Anfang, da bist du ja nur noch am Sterben. Die hat eine Bohrer in ihrer Tasche gehabt, natürlich, ne? So dicke Frauen laufen in der Regel mit Bohrer rum. Und was ist hier rausgekommen? Ein Herd. Ich habe... Oder... Ja... Okay, interessant.
Ich habe so ein Teil zerschlagen, so eins. Und da ist ein Herd rausgekommen. Mal sehen, was hier rauskommt. Ein Sofa. Sehr schön. Nein, ist nicht verpackt. Auf keinen Fall. Das ist kein Bug. Das ist bestimmt beabsichtigt. Gucken wir mal, was hier rauskommt. Interessant. Sehr interessant. Was ist in der Kiste drin? Okay, der stimmt. Oh, wunderbar. Sehr schön. Der war wunderbar. Okay. Ein Sofa. Irgendwo ging es da hoch, da oben. Gab es auch noch was? Und zwar da hinten. Na? Komme ich da hoch? Ja. Dann nehmen wir das auch mal mit. Mal sehen, was da rauskommt. Klimaanlage. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das ein Bug ist. Ich weiß es wirklich nicht. Mal hören, ob hier irgendein Zombie ist. Dann lesen wir einfach mal die ganzen Schematics, was wir schon haben. Ein Wrench, komm, ein Wrench. Gib du mir einen Wrench. Auch nicht. Hast du mir vielleicht Munition? Du hast nur Scheiße, ja. Das war klar. Das nehmen wir mit. Stattdessen, das sind die Duschen. Okay. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Da oben ist noch einer. Und da ist auch noch einer. Sollte ich trotzdem mal reinschauen. Auch wenn da wieder irgendein Blödsinn rauskommt. Mal sehen, was da für Blödsinn da rauskommt. Was ist das? Ein Schrank. Auch sehr logisch. Total logisch. Guck mal, was hier rauskommt, das bin ich gespannt. Was wir hier rausbekommen. Auch ein Herd. Okay. Irgendwie. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Nicht so. Sammeln wir unser Zeug wieder ein. Den da oben. Komm, da schauen wir auch kurz rein. Mal sehen, was hier rauskommt. Jawohl. So, das liebe ich. Das wollte ich haben. Ich brauche nämlich ein paar Rohre. Und die bekomme ich hier aus diesem WC mit dem Wrench auf jeden Fall raus. Und zwar von hier. Muss ich erstmal Platz machen. Das essen wir. Das schmeißen wir weg. Das schmeißen wir weg. Kurze Hose, ja, komm, den ziehen wir uns an. Nee, Black Pants ist mir lieber. Den zerlegen wir. So, dann schauen wir mal, ob wir hier Rohre rausbekommen. Eins. Brauche noch einen. Habe ich jetzt noch eins bekommen? Ja. Okay. Meine Rohre habe ich auch. Müllerhammer war vorhin, glaube ich, auch nicht da. Was ist das da? Okay, da gibt es noch einen zweiten Stock, so wie es aussieht. Den muss man noch finden. Aber ich gehe jetzt erstmal zurück zum Schlafsack und versuche mal erstmal mir einen Forge zu bauen. Dann komme ich nochmal hierher. Und loote noch das Obergeschoss.
Weil die Forge ist jetzt absolut wichtig, dass ich die schon mal habe. Oder auch dieses Haus hier, oder nicht? Okay. Da hinten. Wow. Ich bin gerade über einen... Geh doch heim. Es ist gleich dunkel. So. Okay. Wird sowieso gleich dunkel und ich muss noch meinen Forge bauen. Noch schauen, dass ich ein paar Sachen einschmelzen kann. Okay, was wir jetzt nicht brauchen, tue ich erstmal hier reinschmeißen. Das ist Ersatz. Sehr schön. Oh, jede Menge Ersatz. Oh, brauche ich. Jetzt tun wir erstmal alles hier rein. So viel wie Platz ist. Das auch, das auch. So, Rohr und Leder brauche ich. Ich brauche erstmal einen Blasbelag. Einmal Blasbelag und fertigen. Und dann einmal ein Forge. Da brauche ich Blasbelag. Oh, Lehmklumpen. Shit. Shit, ich habe Lehm komplett vergessen. Habe ich eine Schaufel? Nein. Dann schnell einbauen. Bevor es dunkel wird, sollte ich mir eine Steinschaufel, brauche ich das, das und das. Okay. Bevor es dunkel wird, sollte ich mir schnellstens einen basteln und mir ein bisschen Lehm holen. Noch ist es früh. Noch habe ich Zeit. Ich schau mal. Was habe ich gerade gemacht? Den zweiten Schaufel braucht man nicht. Aber da war gerade wieder ein Zombie irgendwo. Da unten ist einer. Also der Zombie-Spawn ist echt heftig. Schauen wir mal, wo hat's Lehm? Hier. Da ist wieder irgendeiner direkt neben mir gespawnt worden. Ich glaub's nicht. Da war doch gerade keiner. Aber wirklich, das haben die... Ich hoffe nur, dass das bald beheben. Dass sie so dicht an einem gespawnt werden, ist schlecht. Ich habe echt nichts dagegen, wenn da Zombies gespawnt werden. Das ist natürlich super, haben die gut gemacht, aber dass sie direkt neben einen spawnen und auf einmal stehen die da, genauso die Tiere, dass die in geschlossenen Räumen gespawnt werden. Ein Geier oder diese Wildschweine. Gut, früher war es ja egal, die Schweine haben ja nichts getan, ne? Aber dadurch, dass die jetzt einen auch töten können, ist es nicht optimal, dass die einfach in irgendein Gebäude hier gespawnt werden, vor allem wenn du da gerade drin bist. Liebe Farmpimps, das könnt ihr nicht bringen. 100 habe ich schon. Komm, ein bisschen nehme ich noch mit. Es ist 21.20 Uhr, bisschen Zeit habe ich noch. So, Holz hatte ich genug. Ich kann definitiv mein Forge auch bauen und in der Nacht auch ein bisschen was einschmelzen und eventuell schon besseres Werkzeug machen. Und vielleicht sogar Waffen. So, das reicht. Das reicht aus. Ein bisschen Tee. Jetzt wird schon dunkel.
Aber die Atmosphäre vom Spiel haben sie wirklich genial gemacht. Also, ich muss sagen, es macht richtig Spaß. So, da mache ich auf jeden Fall auch mal dicht. Ich weiß, das bringt natürlich so gut wie gar nichts. Aber, keine Ahnung, fühle mich ein bisschen sicherer. Zumindest höre ich dann, wenn die dagegen schlagen. Dann weiß ich wenigstens, wo die sind. So. Höre zu. Jetzt baue ich mir erstmal die Schmiede. Ja, die laufen schon unten rum, ne? Die laufen schon wieder da unten rum. Und tun alles, was wir jetzt gerade nicht brauchen, erstmal rein. Wow, ich bin voll. Die hier. Und die hier. Habe ich irgendwo leere Krüge? Nein. Also muss ich mir erstmal nachher noch ein paar basteln, okay? Dann kann ich aus denen nämlich... Habe ich was Besseres an? Ja. Laufschuhe sind besser. Dann tue ich die erstmal zerlegen. Metall kann ich mal hier rein. Wo ist mein Rohmetall? Hier, doch hier. Dann hatte ich Kohle. Sehr schön. Das kann ich auch mal zerlegen. Erdbohrer, Bohrkopf. So. Jetzt ist es sowieso dunkel. Ich kann ja hier Lukas Saft machen. Wenigstens schon mal 4. Was wir haben, haben wir dann schon. Leder brauche ich gerade nicht mehr. Die Forge wäre auch fertig. Den machen wir hier hin. So. Ich hatte doch vorhin einen Amboss. Wo habe ich den jetzt hin? Genau, den kann man euch gleich reintun. Brauche ich den schon nicht selber zu bauen. Und die Kohle verbrennen wir einfach. Genau. Dann habe ich noch Blei. Kann ich noch einschmelzen? Kann ich eigentlich noch einige Sachen einschmelzen? Erstmal hier trinken. Und essen. Hatte ich nämlich auch schon gemacht. Ich bin auch bis auf 72 jetzt schon runter. Jetzt bräuchte ich nämlich auch genügend zum Essen. Und sollte eigentlich nur gute Sachen essen. Oh. Einmal sortieren. Sehr schön. Das hier kann ich echt wegschmeißen. Das brauche ich jetzt nicht wegen einem einzigen. Gut. Yucca haben wir hier unten. So, schau mal, was ich noch alles einschmelzen kann. Schmelzen wir jetzt ein. Das hier konnte ich nicht mehr lesen, aber gesagt, das schmeiße ich weg. Das brauche ich nicht. Das hier sollte ich auch zerlegen. Das kann ich einschmelzen. Das kann ich einschmelzen. Doch einiges zum Einschmelzen. Messing. Das kann man einschmelzen. Den Rest lassen wir mal, wie es ist. So. Ah, der macht noch. Das dauert noch ein Weilchen. Ja, meine Lieben, sind schon wieder 25 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, einmal Daumen nach oben. Nette Kommentar. Oder auch vielleicht ein Abo, würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim selber zocken. Und tschüss.